Der dritte Spieler präsentiert die nächste Ausgabe von Let's Play Duke Nukem Forever mit Paladin Fenris am Gamepad. Ja, immer noch Gamepad, keine Tastatur. Ich habe meine Gründe, ihr habt eure. So, und jetzt geht es... Oh, meine Güte. Maybe you make me wish I had three guns. Ja. Postkampf sieht zumindest danach aus. Na, wenn das mal was wird. Okay, ich würde sagen, stürzen wir uns ins Gefecht. Okay. I am the Duke. I am A number one. Ja. Danke sehr. Jetzt unnötig kompliziert. Ist nicht wahr. Ah. In the jewels. Oi, was zum? Mach. Werf das Kackding. Bestes Timing ever. Jetzt kommen jetzt wieder ganze Creeps. Okay, nur der ganze Creep. Gut, genau. Jetzt aber, komm. Jetzt geht's aber los hier. Nein, 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 nein. Jetzt geht's aber los hier. Matter gray.
geschicktes Ausnutzen der Deckung geht hier scheinbar gar nichts. Dauert das Waffenwechsel hier auch irgendwie ein bisschen zu lange. So. Ich hab's verkackt. Bin mir noch nicht mehr sicher, weswegen, aber. Okay, das war dumm. Das war definitiv dumm. Warum? Warum? Aber warum auch anzeigen, was zu tun ist? Ich meine, das wäre ja langweilig. Und auf die Füße. Komm, 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 komm. Alle möglichen Schockwellen können mich zerfetzen. Aber ich falle auf das Ding drauf und es geht nicht kaputt. Seriously. Spiel. So, also, nochmal. Good, bad. I'm the guy with the gun. God sort him out. Was zum? Ich bin gleich soweit. Gleich ist Rage Quit angesagt. Der Name des Levels ist Programm. Denn genau das ist sie. Seriously.
Und nochmal. Ja, klasse, danke. Right in the jewels. Also gleich ist es soweit. Ja, genau so hinter der Deckung. Kannst du mich mal gern haben. Eins, zwei, Splang. Jetzt wird's ekelhaft. Wow. Okay. Nein. You're my boy, bro. Oh, klasse. Genau das wollte ich jetzt nicht. Ah, was soll's. Ja. Drunken Vision. Because. Warum auch nicht? So. Ja, genau. Die ganzen Creeps nicht wehren. Könnte ich einige gute Treffer landen. Ich hatte mal was gesagt, ich mag es nicht, wenn Spiele in Arbeit ausarten. Das ist genau der Punkt. Oh. Ah, meine Güte. Ist nicht wahr. Ja, genau. Alles klar. Komm, nächsten Creeps. Ja, durch die Deckung hindurch, natürlich. Warum auch nicht?
So. Jetzt aber. Ja. Ganz genau. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hold on, Duke. We'll be right there. Blurry Vision, yay. Bin ich kurz zum Abnippeln oder was? Farben. Wow. Oh my God. Duke, you're covered in blood. Is it your own blood? Nee. Oh, Jesus, I'm just an engineer. Medic, medic! Oh, don't worry, I'll take care of you. Let's see here, wrench, landmine, detonator. Where's the goddamn medic? Duke! Duke! Ich brauche einfach nur was zu essen. Ich weiß es auch nicht. Wie versprochen, keine Episode ohne Ladebildschirm. Oh. Jetzt meine Belohnung gibt es jetzt im nächsten Abschnitt. Duke Nukem's Titty City. Titty City. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch nicht weiter wichtig, weil für diese Episode bin ich durch. Ich bin sowas von durch, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, trotz meiner bescheidenen Künste in diesem Spiel. Das war's von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Paladin Fernandes. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in den Kommentaren, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns, verpasst nichts von unserem Content auf unserem Kanal Der Dritte Spieler. Jedes Wochenende ist Duke Nukem Wochenende. Erstmal, vorerst. Für ziemlich lange Zeit. Samstags Duke Nukem 3D und sonntags Duke Nukem Forever. Bleibt dran, bleibt am Ball. Wir lesen, sehen, sprechen und hören uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.